Hallo, hallo Sunshine. Hi, herzlich willkommen zu einem Auswahlorakel. Ich dachte mir, heute gibt es eine Entscheidungshilfe, weil ich habe das Gefühl, ganz viele von euch stehen zwischen den Stühlen, ja, oder stehen gerade vor so einer Entscheidung, wo sie nicht so richtig wissen, was soll ich tun? Ich weiß nicht, es kam mir heute irgendwie so rein und ich habe mein Deck gemischt, diese Karte fiel und dann war klar, alles Klörchen, wir machen ein Auswahlorakel. Und du kannst jetzt mal überlegen, zu welchem dieser beiden Stapel du dich mehr hingezogen fühlst, ja? Ich habe extra schwarz und weiß genommen, weil meistens hat man ja so einen Hang und du kannst dir auch gerne beide Stapel anschauen und dann sagst du zum Beispiel, du hast zwei Personen im Leben, ja? Die eine Person ist schwarz, die andere Person ist weiß. Oder die eine Person ist schwarz und die Situation auf der Arbeit zum Beispiel ist weiß. Also du kannst dir auch beide gerne anschauen und dann hast du zwei Entscheidungshilfen. Alright, gut. Nehmt euch einen kleinen Moment und überlegt einfach, wo euer Bauch sich mehr hingezogen fühlt, zu welcher Seite. Oder legt gerne mal fest, welcher Stapel für was ist. Und dann schauen wir rein, meine Lieben. Ich werde auch noch die Engel fragen, ja. Ich werde später von dem Deck auch noch Karten ziehen. Also schön eins nach dem anderen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Leute, neue Woche, neues Glück. Liebe ich, ne? Motiviert mich immer total, weil, ja, Vergangenheit ist Vergangenheit. Letzte Woche ist durch. Jetzt hat man wieder die Chance, alles so zu machen, wie man sich das jetzt vorstellt. Und in diesem Sinne starten wir rein. Also. Ich bitte das Tarot um klare Botschaften für mein Team Sunshine. Stapel 1 und Stapel 2. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, für welchen Stapel ihr euch entschieden habt. Und dann starten wir rein. Also, du in deiner Situation. Stapel Nummer 1. Hier kommt deine Botschaft. Denk an dein Thema, denk an die Fragen, die du aktuell hast und dann schauen wir mal, was die Karten hier für dich bereithalten. Ich habe selber noch nicht reingeschaut, ich habe einfach nur gemischt und um eine Botschaft gebeten. Also, deine Situation. Ui, der Turm. Ein Turm bricht zusammen. Ein Konstrukt bricht zusammen. Oh, ein Konstrukt, was dir schon lange, lange Sorgen bereitet mit den Neun der Schwerter. Aber keine Sorge, da ist Licht am Horizont. Ja, eine Option, es gibt eine Option. Wir schauen mal weiter. Königin der Schwerter, es ist jetzt Zeit, dieser Geschichte den Rücken zuzukehren. Ja, der Ritter der Schwerter, es geht um eine Person, die wegläuft. Eine Person, die dich nicht gut behandelt. Eine Person, die sich vielleicht auch verweigert, auf dich, auf eure Verbindung einzugehen, ja? Die dich dazu gebracht hat, dass du mittlerweile hier schon im Kopf bist und auch deine Gefühle, deine Emotionen hinten angestellt hast. 333 bei mir auf dem Timer. Wow. Und es wird die richtige Entscheidung sein, dieser Sache den Rücken zuzukehren, kriege ich rein. Okay? Das war die grobe Botschaft, die mir jetzt hier sofort reinkam. Mit dem Turm kann es auch sein, dass es hier ein Ereignis gab, was dich echt erschüttert hat. Ein Ereignis, was dir den Boden so unter den Teppich unterm Boden weggezogen hat. Und es kann sein, dass du mittlerweile schon nicht mehr gut auf diese Person zu sprechen bist, ja? Also es geht hier wirklich um eine Person. Und wenn es eine Situation ist bei dir, zum Beispiel auf der Arbeit, ja, dann sehe ich auch die gleiche Energie. Es ist jetzt vielleicht wirklich an der Zeit, diesen alten Turm, den alten Turm sein zu lassen. Ja, es ist vielleicht wirklich Zeit, diesen Turm zu sprengen. Und mit einer Sprengung geht wirklich alles dahin. Ja, vielleicht auch falsche Erwartungshaltungen, falsche Vorstellungen, Luftschlösser, die man wirklich in seinem Kopf gebaut hat, die aber wirklich nie zustande kamen, weil diese Instanz, diese Person sich immer davor gescheut hat. Die hat sich nicht den Dingen gestellt. Diese Person war gefühlt immer auf der Flucht, ja? Und du hast die Nase voll, sehe ich hier, ja? Du bist es auch leid, dir ständig hier Gedanken zu machen, dir ständig hier eine Birne zu machen. Diese Gedanken verfolgen dich, die hängen wie eine schwarze Wolke über dir. Manchmal auch nachts träumst du davon,
Du hast wirklich Kummer und Sorgen wegen dieser Geschichte hier, über die du gerade nachdenkst. Und es ist, das Universum sagt, es ist jetzt vielleicht wirklich mal Zeit, ja, hier einen Strich drunter zu machen und zu sagen, ey, hier ist so viel Negatives. Das Universum sagt auch, siehst du das denn nicht? Hier ist doch so viel Negatives damit verbunden. Dieses Positive überwiegt überhaupt nicht. Wie kannst du das übersehen? Wenn du jetzt eine Liste machen würdest, in Bezug auf diese Geschichte, über die du hier gerade überlegst, mach mal wirklich positiv und negativ. Und die Liste links, negativ, wird überwiegen. Hier sind mehr negative Aspekte in Bezug auf diese Person, auf den Ritter der Schwerter, anstatt Positives, sagen die Karten, ja? Die Königin der Schwerter, die hat ihr Schwert in der Hand. Du bist bereit. Du bist bereit für den Kampf. Und es wird dich vielleicht Energie kosten, ja? Aber schlimmer als jetzt kann es nicht werden. Also hier hat definitiv der Blitz eingeschlagen und es hat laut geknallt, es hat gescheppert. Um dich herum liegen überall Scherben, ja? Dieses Negative, es liegt überall. Und du suhlst dich drinne. Es ist Zeit, jetzt aufzustehen aus diesem Scherbenhaufen, sagen dir hier die Karten, und in den Sieg zu gehen. Es ist jetzt mal wieder an der Zeit hier, ne? Den Arsch hochzukriegen und zu sagen, weißt du was? Ich bin jetzt wieder ich. Ich hole mich jetzt hier mal raus aus diesem Selbstmitleid. Ich hole mich jetzt hier mal raus aus diesem Sumpf. Ja, weil guck mal, hier regnet's. Hier ist es einfach ungemütlich, da wo du gerade bist. Hol dich da raus. Energieänderung. Siehst du das? Von den neun der Schwerter, und das ist eine absolut schwere Energie, in die sechs der Stäbe, sagen die Karten. Geh in den Sieg. Ja, hol dir das, was dir zusteht. Mach dich wieder hübsch. Guck mal hier. Du sitzt hier, ich sehe hier wirklich so, vielleicht auch, ne, man verliert so ein bisschen die Kontrolle über sich selbst, weil man sich nur noch Sorgen und Gedanken macht. Hier, jetzt hier, sich mal wieder fresh machen, sich mal wieder so anziehen, dass man sich gut fühlt, ja? Vielleicht hat diese Person auch immer dich so ein bisschen runtergedrückt, dich so ein bisschen niedergehalten, ja? Steh auf, sagen die Karten. Du bist der Star in deinem Leben. Du bist die Hauptperson in dem Film deines Lebens, ja? Es geht hier um dich. Und du darfst hier wieder in den Sieg kommen. Die Stäbe, für was brennst du? Ja? Widme dich mal wieder deinen Hobbys, widme dich mal wieder den Sachen, die dir Spaß machen. Und wenn es das Schickmachen ist, rausgehen, Leute kennenlernen, ja? Es gibt da draußen so viele Menschen, die dich toll finden und so viele Menschen, die jubeln und sagen, ey, die ist so toll. Ja? Häng dich nicht an dieser einen Person auf, sagen die Karten, die hier die ganze Zeit rennt. Ja? Sie rennt und rennt und rennt und du verschwendest so viel Energie mit dem Hinterherrennen. Ja, der Ritter der Schwerter könnte vom Sternzeichen übrigens Zwilling, Waage, Wassermann sein. Ihr beide befindet euch auch in einer Schwertenergie. Ich habe das Gefühl, diese Person ist jünger als du. Ich sehe hier irgendwie einen Altersunterschied von der Königin zum Ritter. Oder die Person ist unreifer als du, ja? Du bist schon einen Schritt weiter. Hast auch mehr Lebenserfahrung als diese Person. Du bist in deinem Prozess auch schon viel weiter, höre ich, ja? Und es war die richtige Entscheidung, deine Emotionen jetzt mal ein bisschen hinten anzustellen und wirklich hier mal auf die Fakten zu schauen. Was ist in der Realität wirklich da? Ich sehe nämlich Luftschlösser. Ja, und es ist Zeit, jetzt vielleicht mal aus dieser Traumenergie rauszukommen in die Realität. Was siehst du realistisch gesehen vor dir? Sieh die Fakten. Und die Fakten, ich habe das Gefühl, das Negative überwiegt. Ja, schlaflose Nächte. Du könntest auch träumen von dieser Person. Der Ritter der Schwerter, der ist immer beschäftigt, der ist viel im Stress, ja. Der war auch dir gegenüber unsicher, in einer unsicheren Energie. Er hat dich vielleicht immer in so einer Schwebe gehalten, ja. Wow, boah, ganz klare Botschaft hier, die durchfließt durch mich. Wow, echt Stapel Nummer 1, wichtige Botschaft hier, wirklich. Wenn du in Resonanz gehst, auf jeden Fall einen Daumen nach oben hier unter dem Video nach oben geben für das Video. Damit bestätigst du nochmal die Energie. Was ist denn hier noch wichtig? Was wollen dir die Engel denn noch sagen? Was wollen die Engel hier vielleicht noch dazugeben? Welche Tendenzen haben wir denn hier? Du wirst sowieso, das wird die richtige Entscheidung sein, sagen mir die Karten. Du wirst wieder glücklich sein, du wirst erfolgreich sein und du wirst vor allen Dingen wieder du selbst sein können. Ja, du wirst auch vielleicht mehrere Verehrer haben.
Ja, es ist jetzt an der Zeit, hier aktiv zu werden. Los, setz dich da auf dieses weiße Ross und jage jetzt hier mal wieder deinem eigenen Glück hinterher. Werd aktiv. Wir haben heute Montag, als ich das Video gedreht habe, ja? Meine Legungen sind zeitlos, auch wenn bei dir jetzt gerade Donnerstag ist. Montag, eine neue Woche, neues Glück. Ich habe es vorhin noch gesagt, ja? Es ist jetzt Zeit, hier was Neues anzufangen, sagen die Karten. Und dann wirst du höchstwahrscheinlich auch eine andere Person kennenlernen. Das hatte ich nämlich gerade schon so. Hier im Publikum siehst du diese ganzen Hände. Dieser Ritter der Schwerter, ja, der hier ständig am Rennen ist, das ist nicht die einzige Person auf der Welt, die dich toll findet, sagen die Karten. Du bist ein Brett, du bist der Hammer, ja. Du darfst deinen Wert wieder erkennen und hier sind so viele Hände, die sagen, oh, die würde ich gerne kennenlernen, ja. Vielleicht triffst du dich auch dann mit mehreren. Eine Liebesbeziehung wird kommen. Eine Liebesbeziehung wird kommen, soll ich dir sagen. Selbst wenn das hier dein Vater ist, der dich zurückhält, ja, oder dein Chef oder dein Nachbar, es ist egal, oder ein Ex-Freund oder der aktuelle Lover, was weiß ich. Fakt ist, du wirst es daran erkennen, es ist entweder Zwilling, Waage, Wassermann oder aber jemand, der sehr im Kopf ist, jemand, der stark rennt, der sich schon lange scheut vor dieser Verbindung mit dir, ja. Es ist eine Blockade in deinem Leben. Dieser Turm, wenn die Scherben dir ewig vor den Füßen liegen, wie willst du denn dann weiterkommen? Räum auf, werd aktiv. Die Liebe wartet schon auf dich, aber hier wartet ein Mensch auf Augenhöhe auf dich. Ein Mensch, der das zu schätzen weiß, was du tust, ja? Und nicht einer, der die ganze Zeit davon rennt oder dich blockiert und der dir Kummer, macht. 11:33 bei mir auf der Uhr. Echt. Eine Botschaft. Für Stapel Nummer 1 und diese Situation. Stapel Nummer 1. Oh, wow. Lass los. Lass los. Lass den rennen. Lass ihn rennen. Und wenn der bis nach Timbuktu rennt, lass los. Man sagt immer, lass frei, was du liebst. Kommt es zurück, dann liebt es dich auch. Ja? Kommt es nicht zurück, dann hast du Gewissheit. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres als Gewissheit. Ich habe als Mensch lieber Gewissheit, anstatt in irgendeinem Luftschloss zu leben. Lass los. Du klammerst dich, genau das ist es. Du klammerst dich zu sehr an dieses Problem. Betrachte die Sache als abgehakt und mach weiter mit deinem Leben. Das ist so verrückt. Das ist doch genau das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Es fließt schon wieder durch mich durch. Leute, wenn das hier gerade eure Botschaft ist, wenn du merkst, yo, es kribbelt im Bauch, ich merke, ich gehe in Resonanz, abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, wirklich. Sei hier Abonnent auf meinem Kanal. Ich lege jeden Tag ohne Ausnahme für euch kostenlos die Karten, ja? Und dann wird höchstwahrscheinlich alles, was kommt in nächster Zeit, auch auf dich zutreffen. Dann hast du hier wirklich eine Option, Botschaften zu bekommen von da oben, ja, wenn dir danach ist. Und das ist die heutige. Lass los, verdammt. Du klammerst dich hier an etwas und es fesselt dich, es hindert dich, es blockiert dich. Willst du mit geschlossenen Augen durchs Leben rennen? Nein! Mach diese Augenbinde jetzt ab. Guck der Realität ins Auge und verdammt nochmal, räum diese Scherben auf. Werd jetzt aktiv. Ja, du darfst hier wieder in den Sieg gehen. Das Universum ruft dich. Komm wieder in deine schöne, lebhafte Energie, die du vielleicht verloren hast durch diese Situation. Und wenn es dein Job ist, der dich hier einengt, es wird nicht der letzte sein. Ich weiß noch ganz genau damals, meine Mama, als ich meinen ersten Freund hatte, da war ich so verliebt und ich sag, das ist er für immer. Und meine Mama hat mir damals schon gesagt, du, Sunny, das wird nicht der erste und nicht der letzte sein. Und ich habe damals gesagt, doch, 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 das ist der letzte. Ach, was war? Natürlich war es nicht der letzte. Das Leben hat so viel für dich bereit und das darf ich dir heute mitteilen. Ich bin hier heute eine Instanz, die dich nochmal an dich selbst erinnert. Ich bin gerade die Stimme, die in dir ruft. Ja? Stapel Nummer 1, das war meine Botschaft heute für dich. Ey, und ich sende dir ganz viel positive Energie. Ich bin gerade so on fire, wirklich. Ich hoffe, diese Energie kommt gerade bei dir an, weil es ist jetzt Zeit, wirklich. Ich höre, es ist höchste Eisenbahn. Mach dich hübsch, mach dich fresh, geh duschen, ja, räum zu Hause auf, räum auch in deiner Kontaktliste auf. Welche Menschen brauchst du noch? Welche dürfen gehen? Wie ist es mit deinem Job, ja? Räum dein Leben auf. Das sagen dir hier die Karten und lass los, was dich hier wirklich einengt, lass los, was dir nicht mehr dient. Boah, Leute, ich hab euch lieb, wirklich, denkt daran.
Team Sunshine, wir sind hier eine Truppe, wir halten zusammen und denk dran, du bist nicht alleine. Auch wenn es dir vielleicht manchmal hier so vorkommt, ja, du bist nicht allein. Wir sind alle da, wirklich. Lass mal ein bisschen Liebe unten in den Kommentaren. Für uns alle, ja. Wer Liebe gibt, kriegt Liebe zurück. Also, Stapel Nummer 1, das war deine Botschaft. Ich habe dich ganz doll lieb und ich freue mich sehr, dass du heute hier warst. Das hatte sicherlich seinen Grund. Wow. Wow, wow, wow. Stapel Nummer 2. Here we go. Hier kommt deine Botschaft. Falls du dich für Stapel Nummer 2 entschieden hast, denk jetzt nochmal an dein Thema, an die Person, um die es hier geht, an die Situation, um die es hier geht, ja? Und dann schauen wir rein. Bergkristall steht für die Klarheit. Es geht hier eventuell darum, wirklich Klarheit zu bekommen. Und wir schauen rein. Stapel Nummer 2. Welche Botschaft haben wir hier vom Tarot? Königin der Kelche. Das bist du. Die, die im Gefühl ist, die hier auf ihre Intuition hören darf, ja? Du hast ein ganz bestimmtes Bauchgefühl, wo du dir aber vielleicht nicht sicher bist, ob du drauf hören sollst. Vielleicht hast du noch ein bisschen Hemmung, drauf zu hören. Wow, die Herrscherin. Oui, wow, ich habe hier eine Person, die ist ganz schön in ihre Kraft gekommen. Du hast viel gelernt in letzter Zeit. 4 der Kelche. Okay. Die Sonne. 16:16 bei mir auf der Uhr. Und was noch? Wow. Es geht hier definitiv um dich. Und es geht hier... Wow. Da brauche ich definitiv jetzt nochmal eine Klärungskarte hier. Uiuiui. Ui, ui. Seht ihr das? Ich habe eine sehr, sehr starke Mädels-Prozessenergie. Ich habe das Gefühl, die Mädels, die den Stapel hier gewählt haben, sind ganz schön in ihre Kraft gekommen. Es geht um deine Zukunft. Es geht um eine Entscheidung tatsächlich, die ansteht, die hat was mit deiner Zukunft zu tun. Und dein Bauch sagt dir schon seit Tagen, vielleicht sogar seit Wochen, dass du dich so und so entscheiden solltest. Und es könnte sein, wow, der Teufel. Okay. Es geht hier, die Botschaft ist ein bisschen intensiver und ein bisschen größer hier, Stapel Nummer 2. Es geht um eine Versuchung. Eine Versuchung, bei der du, es hat geklingelt, das ignoriere ich jetzt aber einfach mal hier. Genau, das war die Bestätigung von außen. Es geht hier um eine Botschaft, um eine Versuchung, von der du eigentlich weißt, dass sie nicht gut für dich ist. Du weißt es ganz, ganz tief in dir drinne. Wenn du auf dein wahrhaftiges Bauchgefühl hörst, dass die Herrscherin eigentlich was Besseres verdient hat. Diese Instanz hier könnte mit einem Angebot auf dich zukommen. Die Sache ist die, eventuell wäre es aber schlau, das Angebot abzulehnen, höre ich. Es kommt nämlich etwas Besseres. Ich habe das Gefühl, es ist ein sehr sexuelles Angebot oder ein sehr schnelllebiges Angebot, zum Beispiel viel Geld. Jemand bietet dir ganz schnell ganz viel Geld, aber du sollst gut, gut nachdenken, ob du das annimmst. Denn es könnte Konsequenzen haben, höre ich. Es wird nämlich ein wackeliges Angebot sein. Es wird nichts sein, wo du lange von zehren kannst. Leute, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die ich hier reinbekomme. Und ich darf nicht den Faden verlieren jetzt gerade. Es wird, in dem Moment wirst du dir denken, wow, oh mein Gott, was ein geiles Angebot. Aber Obacht, die Karten sagen, überlege dir gut, das hier ist eine dicke, fette Versuchung. Das ist wie so ein Apfel, der dir gereicht wird. Schneewittchen denkt sich, geil, ein roter Apfel, ja, beißt rein und ist tot. Das will ich nicht damit sagen, aber dann war es ein kurzes Glück, ja. Es könnte eine Person sein, die dir etwas anbietet, zum Beispiel ein Ex-Freund kommt zurück, ja, und du denkst dir, oh mein Gott, ja, das habe ich mir schon ewig gewünscht. Aber vielleicht will er dann nur das eine. So eine Energie ist das. Und dann lässt du dich drauf ein, danach hörst du nichts mehr von dieser Person und es war nur ein kurzes Glück und du bist enttäuscht danach. Überlege dir gut, oder auch wenn es um Geld geht, auch Geld kriege ich rein. Ich kriege so ein bisschen dieses Sexuelle, also ein Treffen mit dem Page der Münzen oder ein Angebot, was dir gereicht wird in Sachen Job oder Finanzen. Sowas kommt mir rein. Und du hast was Besseres verdient, höre ich. Du bist die verdammte Herrscherin, ja? Du nimmst nichts von dem Pagen der Münzen an.
Der Page der Münzen, was ist das denn? Das könnte eine viel niedere, kleinere Energie sein als du. Du bist die verdammte Herrscherin, ja? Du bist in deinem Gefühl, du bist auch spirituell, kriege ich rein. Du hast eine unwahrscheinlich gute Intuition und ich soll dir sagen, die darfst du hier einsetzen. Deine Königin der Stäbe, die du in dir trägst, ja, diese feurige, leidenschaftliche Instanz in dir, wird eine ganz große Versuchung und Verlockung spüren, wenn das Angebot kommt. Ja, oder du hast es jetzt gerade sogar schon und du bist am Überlegen, ob du das Angebot annimmst. Ich habe eine Tendenz zum Nein, bin ich ganz ehrlich, weil ich habe den Teufel. Und der Teufel, das ist so eine manipulative Energie, wo man aufpassen muss. Ich habe das Gefühl, wenn du das Angebot ablehnst, wird noch was viel, viel Besseres kommen. Es wird dir richtig gut tun, wenn du das Angebot ablehnst, denn es hat definitiv was mit deiner Zukunft zu tun. Du kannst entweder diese Versuchung annehmen oder warten auf etwas Stabiles, auf was Stabiles setzen, ja? Etwas, was wirklich dann ein Fundament hat für deine Zukunft. Etwas, was Bestand hat, ja? Ich habe wirklich ein wackeliges Angebot mit dem Pagen der Münzen. Das wird ein geiles Angebot sein, wo du dir denkst, ja, vielleicht wartest du da auch schon ewig drauf, vielleicht hast du das auch schon bekommen, das Angebot. Aber ich kann mich nur wiederholen, die Tendenzen von den Karten sind eher überlegeweise. Weil ja, die Person sieht gut aus, ja, die Person verspricht dir auch hier, keine Ahnung, was vom Himmel zu holen. Kann auch ein Sparkassenberater der sein, der irgendeinen Schnitzel ans Ohr labert, ne, und sagt, das ist der beste Vertrag, den wir hier für sie haben. Überlege gut. Also wenn ihr gerade zwischen den Stühlen steht, ob ihr etwas annehmt oder nicht, wartet noch. Ja, ich höre schlafe nochmal drüber. Ist das hier wirklich alles so, wie es scheint? Hat es auch langfristig einen Nutzen für dich? Wenn du sagst, ey, ist mir völlig egal, ich habe Bock auf das kurze Glück, dann ey, dann go for it. Ja, dann ist das hier ein geiles Angebot. Aber wenn du auf was Langfristiges aus bist, gerade in Sachen Beziehung, Verträge und so, dann könnte es sein, dass das hier nicht das Richtige ist. Ah, es wird noch was Besseres kommen. Die Situation wird sich noch verbessern. Das ist die Sonne, die ich gerade hatte. Die Situation wird sich verbessern. Also das ist nicht alles, was man dir reicht. Danach wird noch was viel, viel Besseres kommen, sagen die Karten. Wow. Hier werden wir jetzt auch noch mal einmal die Karten fragen. Eine Aussage bitte noch zu dieser Instanz. Oh, da war eine Karte gedreht. Oh, siehst du? Ja! Ich nehme nur die eine Karte. Es ist der Wahnsinn. Leute, es ist der Wahnsinn. Stapel Nummer 2. Das ist genau das, was ich reinbekommen habe. Und es fließt durch mich durch, wirklich. Vielleicht ist das heute wichtig hier für den einen oder anderen. Nein. Sollst du dieses verlockende Angebot annehmen? Nein. Nein. Falls du gerade irgendwie auch generell nach einer Antwort suchst, die Ja oder Nein beinhaltet, dann ist die Antwort eher Nein. Solltest du das und das machen oder sowas? Nein. Leute, Stapel Nummer 2. Ich habe hier mit dem Bergkristall die Klarheit, eine ganz klare Aussage. Denn dieses Angebot, was kommt, je nachdem, wie du dich entscheidest, wird Einfluss haben auf deine Zukunft, soll ich dir sagen. Deswegen überlege weise, ob es wirklich deinem Plan dient. Auch im großen Sinne überlegen, ja? Denk ruhig auch an die nächsten 5 bis 10 Jahre, höre ich, ob das hier dienlich ist für dich oder ob es vielleicht sogar etwas Gegenteiliges bewirken könnte. Denn ich habe das Gefühl, wenn du das ablehnst, das Angebot, wird es dir damit besser gehen. Du wirst dich, 23:32 bei mir auf der Uhr, du wirst dich viel leichter fühlen. Du wirst viel mehr in deiner positiven Energie sein, wenn du dieses teuflische Angebot, sagen wir jetzt einfach mal, hier ablehnst. Es hat irgendeinen komischen Beigeschmack. Es kann eine Versuchung sein. Es ist wie so eine, wie gesagt, der Apfel von Schneewittchen kommt mir rein. Also, so schaut's aus. Stapel Nummer 2. Und wenn das jetzt deine Botschaft war, wenn du sagst, ja, bei mir kribbelt's gerade im Bauch, auf jeden Fall hier unter dem Video auf den Daumen nach oben klicken. Mag ich, ja, ein Like geben für das Video, denn damit sagst du dem Universum, okay, habe ich gehört, ne, ist angekommen. Und generell, wenn du heute in Resonanz gegangen bist mit Stapel Nummer 2, abonniere auch gerne meinen Kanal. Dann wird nämlich höchstwahrscheinlich auch alles Weitere die nächsten Tage auf dich zutreffen. Dann hast du vielleicht eine Tarotlegerin gefunden, bei der es passt. Muss man auch erstmal finden. Also ich selber habe auch nur eine, wenn vielleicht 2, aber ich habe eigentlich nur eine, der ich wirklich vertraue. Also Leute,
Stapel 1, Stapel Nummer 2. Das war eure Botschaft. Ich drück euch unwahrscheinlich dolle. Oh, ich sende euch ganz viel positive Energie. Bei mir selber kribbelt es gerade unwahrscheinlich doll. Du musst unbedingt auf deine Intuition hören. Das kriege ich die ganze Zeit rein. Egal ob Stapel Nummer 1 oder 2. Du hast die Antwort. Ja, du stehst zwischen den Stühlen. Du überlegst noch über eine Entscheidung nach. Aber du hast die Antwort, soll ich dir sagen. Dieses Bauchgefühl ganz tief unten, diese Stimme tief in dir, nicht der Kopf, das ist deine Antwort. Auch wenn sie schwierig ist, auch wenn du vielleicht ein bisschen Skrupel hast davor, weil sich dadurch was ändert oder so. Die Intuition ist unser Kompass. Und letztendlich wird sie dich dahin führen, wo du glücklich bist. Die Sonne ist da. Team Sunshine hatte heute wieder ein Date. Leute, ich drücke euch unwahrscheinlich doll. Ich bin immer für euch da, auch gerne in einer privaten Legung. Wenn ihr da mal Unterstützung braucht oder ein Gespräch mit mir könnt ihr buchen, kriegt ihr alles in meinem Shop. Wirklich, ich stehe euch da zur Seite. Ich drücke euch unwahrscheinlich doll. Ich habe euch lieb und wir hören uns morgen, ja? Ganz wichtig, niemals vergessen. Always smile and shine.